Die Schule am Waldblick in Marlow. Morgen beginnen die Sommerferien. Gleich bekommt die 10. Klasse Zeugnisse. Doch vorher wird die Schule noch ausgezeichnet. Ich habe der Schule am Waldblick in Marlow heute den Titel Faire Schule verliehen. Bin da sehr auch stolz drauf, dass es die erste Förderschule im Land Brandenburg ist, die diesen Titel bekommt. Wir sind stolz wie Bolle und das ist kein Preis wie viele andere, sondern ein ganz besonderer Preis. Der, wie gesagt, viele Bereiche abdeckt und damit auch das widerspiegelt, was wir eigentlich wollen hier bei uns an der Schule. In vielen Bereichen das Beste geben und gemeinsam dafür einstehen. Faire Schule ist ein Schulentwicklungsprogramm, das vom gemeinnützigen Bildungsverein EPITZ aus Berlin initiiert wurde. Projektpartner im Land Brandenburg ist das Diakonische Werk Teltow Fläming. Um den Titel zu bekommen, muss die Schule Aktivitäten und Engagement in drei Bereichen nachweisen. Es geht um ein faires Miteinander, also wie gestaltet die Schule eine demokratische Schulkultur. Es geht darum, fair zu Umwelt und Klima zu sein, also sich auch als Schule zu fragen, was kann unser Beitrag dazu sein? Wie können wir zum Beispiel Dinge, die wir benötigen, fair beschaffen? Und der dritte Punkt, wie realisieren wir das globale Lernen? Diese Themen wurden hier aber nicht erst aufgegriffen, um eine Auszeichnung zu bekommen. Sie gehören schon seit Jahren zum Schulalltag. Die Schattenseiten der Kakao- und Schokoladenproduktion zum Beispiel ist nur ein Projekt von vielen. Und die Schule soll eben ihren Beitrag dazu leisten, Schülerinnen und Schülern auch zu vermitteln. Es geht darum, eine faire und nachhaltige Welt zu gestalten, auf der wir alle leben können. Der Titel Faire Schule gilt für 2 Jahre, muss dann wieder verteidigt werden. Also alle in ein Boot holen, Anregungen sammeln, versuchen umzusetzen, was geht. Und dann hat man das Glück, eben halt so einen Preis zu bekommen. Und ich denke, das ist wirklich ein Alleinstellungsmerkmal der Schule am Waldblick. Man gibt sich immer wieder Mühe, sich um die Themen auf eine andere Weise zu kümmern, neue Projekte zu starten. Da steckt eine Menge Arbeit drin und dafür kann ich nur ganz doll Danke sagen. Der Landkreis Teltow-Fläming ist Träger der Förderschule mit 130 Kindern und Jugendlichen. Besonderes Augenmerk wird hier auch auf die Berufsorientierung gelegt, wovon die vielen Plaketten am Schulgebäude zeugen. Die Plakette Faire Schule kommt nun noch hinzu.